Das war so ein innerer Drang. Ein innerer Drang nach einem selbstbestimmten Leben, nach mehr Freiheit, nach Unabhängigkeit von Dritten. Das Gefühl, das Schicksal selbst in die eigene Hand zu nehmen. Deswegen ist ja Unternehmertum ja auch eine Lebensform, eine Geisteshaltung. Ja, man braucht eine bestimmte Geisteshaltung, um Unternehmer zu werden. Und das verstehen viele sogenannte kapitalismuskritische Literaten und Politiker eben nicht.